Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dragon Age Origins. Ja, bevor wir anfangen, muss ich zwei Sachen sagen. Einmal sage ich etwas, was ich leider in der letzten Folge vergessen habe, in der letzten Folge des letzten Jahres. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Silvester und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Das wollte ich eigentlich da sagen, hab's aber vergessen. Und das andere ist, dass das hier eigentlich die Folge für gestern ist. Euch mag aufgefallen sein, gestern ist keine Folge gekommen. Normalerweise hätte gestern nur das dritte Zeitalter ausfallen sollen und Dragon Age aber kommen. Hab ich leider nicht geschafft. Ich hatte leider am Tag zu viel um die Ohren. Sorry dafür. Das heißt, heute sind es natürlich drei Folgen. Zwei Folgen Dragon Age Origins und eine Folge das dritte Zeitalter. Vielleicht mache ich aber auch jetzt das hier schon zu einer Doppelfolge. Das weiß ich noch nicht. Aber ja, ich wollte mich ja dafür entschuldigen. Und wie gesagt, das mit dem Silvester grüßen. Ich meine natürlich, es ist jetzt nicht zwanghaft wichtig. Ich habe es auch bei letzten Part in die Videobeschreibung dann geschrieben. Aber es gehört halt für mich zur Höflichkeit und zur Selbstverständlichkeit, dass ich euch trotzdem nochmal ein schönes neues Jahr wünsche. Und genau, hat halt leider nicht so hingehauen wie geplant. Jetzt wollen wir starten. Beim letzten Mal. Wo sind wir denn hier? Okay, ich bin gerade verwirrt. Ich muss kurz Spiel laden. Auf jeden Fall, beim letzten Mal haben wir mit zwei Magiern gesprochen. Aber ich lade kurz ins Spiel. Weil ich bin gerade verwirrt wegen der Umgebung. Ich meine, ja, es ist auch zwei Tage her, aber trotzdem. Ach so, wir sind beim Händler. Genau. Okay, jetzt weiß ich es wieder. Also beim letzten Mal haben wir mit zwei Magiern gesprochen. Einmal der guten Vin und einmal einen Besänftigten. Deswegen der Name der Folge. Zwei Arten Magier. Wir haben hier beim Quartiermeister das erste Mal gehandelt. Und ja, ansonsten war gar nicht so viel. Wir haben noch eine Rede gelauscht von einem Priester und kurz mit dem Meister, also mit dem Hundezwingermeister gesprochen. Aber viel mehr war es dann nicht. Dann waren es halt noch drei Kodex-Einträge. Der Besänftigte ist hier hinten. Und Win ist irgendwo da vorne. Genau. Und gekauft haben wir nichts. Wir haben nur ein paar Sachen verkauft. Ansonsten war es nichts. Genau. Jetzt gucke ich kurz in die Karte. Hier oben ist Alistair, aber zu Alistair gehen wir natürlich erst zum Schluss. Erstmal ein bisschen minimieren. So. Hier ist ja noch ein Lazarett, was ich mir gerne anschauen würde. Und ich glaube, da oben befindet sich noch eine Quest. Also insgesamt sind es zwei Quests hier. Aber zum Thema zweite Quest sage ich dann noch was. Ich weiß nicht, ob das in der Folge passieren wird. Also das wird in sehr naher Zukunft passieren. Ja, ansonsten haben wir Ostergar jetzt schon zu einem guten Stück durch. Da unten ist halt der Weg zur Kaukari-Wildnis. Da waren wir schon wegen dem Elfenboten vor zwei Folgen, aber wir sind natürlich noch nicht rausgekommen. Genau, ich würde sagen, wir gehen gleich nach oben. Da können wir nämlich gleich hier rauf gehen. Und hier gucken, da ist das Lazarett. Da ist auch ein Mann namens Jory, der ist wichtig. Und da vorne ist ein Gefangener. Mehrere Truhen sehe ich hier auch. Ich hoffe, die Folge läuft heute wieder gut. Beim letzten Part lief sie ja letztendlich ziemlich gut. Jetzt gucken wir hier erstmal beim Lazarett. Hier ist eine Amme. Im Namen Andrastes segne ich euch heute. Möge der Erbauer euch gewogen sein. So soll es geschehen. Okay, hier ist also noch eine Priesterin, die jemanden segnet. Die werden wir dann später auch ansprechen. Aber zuerst will ich hier zum verwundeten Soldaten. Also die Arme, die pflegt doch die Männer hier. Oder können wir den ansprechen? Ruft mich! Ach so, dann war es der normale Soldat. Ich spreche aber trotzdem davor nochmal die Arme an. Das ist natürlich eine Art Krankenpflegerin. Ihr werdet hier nicht lange bleiben wollen, Wächter. Die meisten dieser Männer wurden vom Blut der dunklen Brut verdorben. Das überrascht mich gar nicht. Hatten wir ja schon bei den Hunden beim letzten Part gehört, aber kurz unterhalten würde ich mich halt schon gerne mit diesen Soldaten. Ihr müsst sie überzeugen. Wir müssen fliehen.
Die dunkle Brut kommt! Ja, wir merken schon, der Soldat hier ist nicht gerade mit sich im Reinen. Der hat ziemlich Angst vor der dunklen Brut seit, ja, wahrscheinlich einem Gefecht. Ich nehme an, er ist durch ein Gefecht verletzt worden. Ich tapp nochmal kurz raus. Ja, wir sind an derselben Stelle, sehr schön. Also er ist wahrscheinlich durch ein Gefecht der dunklen Brut verletzt worden. Ich habe gehört, wir hätten sie in die Flucht geschlagen, werde ich jetzt sagen. Wir könnten auch beleidigen oder halt auf die grauen Wächter anspielen, aber ich weiß nicht, er ist halt ziemlich in Panik. Ich habe sie gesehen. Wir werden sterben. Es tut mir leid, Wächter, aber sein Zustand ist unverändert, seit er in der Wildnis gefunden wurde. Ach, in der Wildnis gefunden. Gut zu wissen. Er könnte natürlich einer von den Männern unseres Bruders sein. Also einer von Fergus Männern. Das wäre schlecht. könnte er wichtige Informationen haben, werde ich jetzt sagen. Weil ihn als verrückt abzustempeln, was man machen könnte, würde ich jetzt nicht unbedingt. Der Kommandant, der ihn hergebracht hat, war nicht der Meinung. Ihr spürt es auch, oder? Sie verderben das Land, sie machen es schwarz und krank. Ihr könnt es in euch fühlen. Sie werden aus diesem Wald kommen und sich ausbreiten. Sie werden über uns herfallen wie Raupen, die einen Baum befallen. Wir haben genug von euch gehört. Beruhigt euch, guter Mann. Sie sind überall. Ich habe sie gesehen. Der wird sich nicht so schnell beruhigen. Also ja, er hat halt voll Panik vor der dunklen Brut. Ich will nichts mehr sehen. Ich schließe die Augen und bitte lasst mich einfach in Ruhe. Und jetzt können wir mit ihm auch nicht mehr sprechen. Ja, da sieht man schön, was ein Zusammenstoß mit der dunklen Brut mit Menschen machen kann. Das wird hoffentlich mit uns nicht passieren, weil ich nehme mal an, der wird eine Weile brauchen, bis er wieder genesen ist. Okay, dann gehen wir jetzt zur Priesterin, weil hier ist, wie gesagt, auch dieser Jory. Aber erst zur Priesterin selber. Ah, ich nehme an, ihr seid einer der neuen grauen Wächter. Wollt ihr den Segen des Erbauers empfangen? Genau, hier können wir den Segen des Erbauers empfangen. Das ist ungefähr so ähnlich, wie wir es schon hatten in der Herkunftsgeschichte mit der Priesterin, die auf Schloss Kusland war. Nur, dass damals halt unsere Familie gesegnet wurde. Ich werde auch hier jetzt sagen, dass Willig hab Dank. Wie gesagt, ich bin kein Fan vom Erbauer oder von Religion, aber ich denke mir halt, es kann nicht schaden. Im schlimmsten Fall passiert gar nichts. Und bevor wir jemanden verärgern, machen wir das. Das will ich, hab Dank. So segne ich euch, grauer Wächter, im Namen Andrastes und des Erbauers. Möge der Gesang des Lichts euren Namen bis zu den Ohren unseres Herren tragen. Ja, hoffentlich nicht. So schnell möchte ich nämlich nicht sterben. Okay, dann reden wir mit Jory. Seid gegrüßt. Ihr müsst der dritte Rekrut sein, von dem wir gehört haben. Genau, Jory ist der andere Rekrut. Den ersten Rekrut, den Devif, haben wir ja im letzten Part schon kennengelernt. Jory ist der dritte Rekrut. Also alles drei sind Menschen. Weil, wie wir ja wissen, die Grauen Wächter rekrutieren aus allen Völkern, also auch von den Elfen, von den Zwergen. Aber in unserem Fall sind alle drei Menschen. Richtig, wer seid ihr? Oder ich sag ja, ich bin Harriet. Sir Jory ist mein Name. Ich stamme aus Radcliffe, wo ich als Ritter unter dem Kommando von Earl Eamon gedient habe. Ihr wirkt wie ein Mann, der weiß, wie man kämpft. Wenn ihr mir die Frage gestattet, wart ihr Soldat, bevor ihr hierher kamt? Und auch das ist natürlich eine Frage, die Jory nur einem menschlichen Adling stellt. Ja, er ist ein Sir, ein ehemaliger Ritter aus Radcliffe. Das ist, denke ich, nicht verkehrt. Ich war zwar kein Soldat, aber mein Vater lehrte mich zu kämpfen, werde ich hier sagen, weil, jetzt gucke ich nochmal, ja, ich weiß schon, ich gucke heute wieder öfter nach, weil das ist jetzt die erste Folge dieses Jahres, ich möchte sicherstellen, dass die funktioniert, weil stimmt ja, also richtig ein Soldat waren wir nicht, aber als Adliger hatten wir halt Kampfausbildung. Seid ihr ein Adliger? Eure Gesellschaft ehrt mich, mein Herr. Ich hoffe, wir haben beide das Glück, bei den Grauen Wächtern aufgenommen zu werden. Ist es nicht aufregend, so eine Chance zu bekommen? Ganz meinerseits, Jory. Jory ist ja auch adelig, ist ja auch ein Sir. Ist aber nett, dass er sowas sagt. Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Chance, da muss ich ihm zustimmen. Wir könnten sagen, wir freuen uns drauf.
Aber ich glaube, ich sage, ich bin neugierig auf das Beitrittsritual. Da hat Devif auch beim letzten Part von gesprochen, dass wir da vielleicht in die Kokari-Wildnis müssen. Ich ebenfalls. Hat euch jemand etwas darüber verraten? Ja, jetzt könnten wir es auch sagen. Devif meinte, wir müssten vielleicht in die Wildnis gehen. Wir könnten aber auch sagen, offensichtlich ist das alles ein großes Geheimnis. Die Frage ist halt, ist es sinnvoll, immer die Wahrheit zu sagen? Wir wissen ja aus der Einleitungsgeschichte, nicht jeder spielt ehrlich mit offenen Karten. Aber ich meine, der Sejori ist ja auch ein Rekrut wie wir. Deswegen bin ich in dem Fall mal ehrlich. Devif meinte, wir müssten vielleicht in die Wildnis gehen. Ich finde ehrlich gesagt sogar besser, wenn wir in die Wildnis gehen würden, wegen Fergus. Dann könnten wir vielleicht Fergus begegnen. Ich habe noch nie von einem solchen Ritual gehört. Ich hatte keine Ahnung, dass nach unserer Rekrutierung noch weitere Tests anstehen würden. Da ihr endlich hier seid, sollte ich wohl besser zu Duncan zurückkehren. Wir sehen uns dann dort. Genau, er geht jetzt auch zu Duncan zurück, wie schon Sir Devif. Der ist ja kein Sir. Da sind zwei Truhen, ein Gefangener. Und hier unten beim Quartiermeister bei der Truhe waren wir schon. Aber erst gucke ich mich noch um. Vermutlicher Soldat. Ritter hier auch. Okay. Ist hier vorne irgendwas? Ja, wie gesagt, vielleicht. Soldaten, Aschekriege. Ach so. Da geht's runter. Vielleicht mache ich auch eine Doppelfolge draus. Das kommt drauf an, wie es jetzt läuft. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Hier ist ja ein offenes Tor. Weil da sehen wir nicht, wo es hingeht. Das würde mich interessieren. Es tut mir leid, aber das Hauptlager der Truppen ist im Moment für euch gesperrt. Hier ist auch Mabari. Wieso ist denn das Hauptlager für uns gesperrt? Also hier geht es zum Hauptheereslager offensichtlich. Das finde ich seltsam. Können wir ihn ansprechen? Es tut mir leid, aber das Hauptlager der Truppen ist im Moment für euch gesperrt. Ja, wenn du mir jetzt noch verraten könntest, warum, wäre ich dir sehr verbunden. Aber leider kann das nicht. Schade. Okay, dann Truhe. Wie immer, anschauen auf jeden Fall. Weil Erfahrung. Einen Helm. Den nehmen wir auch nicht, obwohl ist der leicht. Nee, ist ein mittelschwerer Helm. 10 Erfahrungspunkte. Wenn er leicht gewesen wäre, hätte ich ihn vielleicht mitgenommen. Okay, hier hinten ist auch noch eine Truhe, die hätte ich gerne und dann... Ach, da ist auch ein Kriegsrat. Ah, da kommen wir anders hin. Okay, dann gucken wir erst hier zu den Gefangenen. Das ist nämlich, wie gesagt, eine Quest. Hey, es kommt also doch noch jemand, um mit dem einsamen Gefangenen zu reden. Ich nehme nicht an, dass ihr gekommen seid, um ein Urteil zu sprechen. Nein, bin ich nicht. Deswegen nein, bin ich nicht. Ich darf vermutlich nicht darauf hoffen, dass in euch ein bisschen Freundlichkeit steckt, oder? Ich bitte nur um Essen und Wasser. Ich habe nichts bekommen, seit ich eingesperrt wurde und ich bin am Verhungern. Wir wissen natürlich jetzt nicht, warum er eingesperrt wurde. Aber ein Essen und Wasser ist ja eigentlich nichts falsch. Ich sag's trotzdem, erzählt mir zuerst, warum ihr hier drin seid. Nur zur Sicherheit. Ansonsten könnte man auch fragen, das ist schrecklich. Aber wie gesagt, er wird schon Grund haben. Ich bin ein Deserteur. Zumindest denken sie das. Allerdings bezweifle ich, dass ich sie vom Gegenteil überzeugen kann. Das Militär ist bei sowas ziemlich eigen. Ein Deserteur. Ein Deserteur ist natürlich nicht schön. Also jemand, der sich aus dem Staub machen wollte, der fliehen wollte. Andererseits sieht er jetzt nicht gerade wie ein Soldat aus. Seid ihr desertiert? Ich bin nicht desertiert. Aber was würdet ihr denken, wenn ihr jemanden dabei ertappt, wie er mitten in der Nacht durchs Lager schleicht? Wen kümmert das? Ich will doch nur etwas essen und Wasser. Ganz ehrlich, ich würde denken, das ist ein Dieb. Wenn er in der Nacht durchs Lager schleicht, würde ich als erstes auf Spion oder Dieb kommen. Mit Desertation würde ich dann nur denken, wenn er vielleicht eine Rüstung hätte, aber dann würde er nicht durchs Lager schleichen, sondern eben vom Lager versuchen wegzukommen. Wenn ihr nicht desertiert seid, warum seid ihr dann im Lager herumgeschlichen? An sich habe ich nichts dagegen, ihm Essen und Wasser zu geben, weil selbst Gefangene bekommen Essen und Wasser, wenn sie noch nicht hingerichtet sind oder sonst was, aber ich wüsste es halt schon ganz gern. Oh, ich wäre vermutlich irgendwann desertiert, nur eben nicht in diesem Moment. Ich wollte mich nicht aus dem Lager schleichen, sondern etwas stehlen. Ich habe einen der Magier betrunken gemacht und seinen Schlüssel gestohlen.
Er gehört zu einer Truhe, die sie hier haben, voller magischer Schätze. Ich habe ihn übrigens noch. Ich kann mit dem Schlüssel nichts anfangen, solange ich hier drin bin. Aber ich würde ihn gegen etwas Wasser und Essen eintauschen. Ja, nicht gerade der tollste Mann, der Gefangene. Also er ist nicht desertiert, aber er wäre desertiert. Er hat eine Schlüssel gestohlen von einem Magier. Den könnte er uns geben, wenn er halt dafür Essen und Wasser bekommt. Hab meine Schlüssel nicht bei euch gefunden, als ihr verhaftet wurdet? Ich habe ihn verschluckt. Aber er ist später wieder in meinen Besitz gelangt, sozusagen. Echt jetzt? Er hat also den Schlüssel ausgekackt, verstehe ich das richtig? Ach, naja gut. Jetzt könnten wir ihn theoretisch auch töten. Wir könnten ihn da schlagen und den Schlüssel einfach klauen. Das werden wir aber nicht tun, weil das könnte uns in riesige Schwierigkeiten bringen, wenn wir ihn wirklich töten würden. Ach, das ist schon ein bisschen eklig mit dem Schlüssel. Wir könnten auch sagen, das ist widerlich. Ich glaube, ich sage auch, das ist widerlich. Weil, wie gesagt, ein bisschen ekelhaft ist das schon. Naja, also, wollt ihr den Schlüssel oder nicht? Ja, damit hat er natürlich recht. Ich hätte den Schlüssel ganz gerne. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Wie gesagt, wir könnten ihn natürlich auch einfach töten und den Schlüssel nehmen. Das werde ich aber nicht tun, weil erstens, er ist eingesperrt. Da kommen wir nicht einfach so hin. Also klar, wir könnten durchschießen, aber das wäre dann Problem Nummer 2. Hier gibt es sehr viele Soldaten. Irgendjemand würde das sehen und wir würden Probleme kriegen, wenn wir einfach so, ohne irgendwen zu informieren, ihn töten. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Er fragt einfach meine Wache nach seiner Ration. Er hat noch etwas übrig. Ich habe gesehen, wie er es in seinen Mantel gesteckt hat. Neue Quest, der hungrige Deserteur. Ja, die Frage ist, ob die Wache einfach so ihr Essen abgeben will, auch wenn sie was hat. Hilf dem hungrigen Gefangenen. Der Gefangene im Lager des Königs hat dich angefleht, ihm etwas zu essen zu geben. Er meinte, die Wache könnte etwas übrig haben. Dann sprechen wir die Wache gleich an, die ist nämlich direkt hier. Ob er ihm das halt gibt, ist die andere Frage, aber wir können ja ein bisschen überreden. Vielleicht kriegen wir das hin. Habt ihr ein Glück? Ihr grauen Wächter dürft den König begleiten, während ich mich hier mit der Bewachung dieses Deserteurs rumärgern muss. Sie hätten ihn einfach hängen und ein Exempel statuieren sollen, indem sie seinen Kopf auf einen Speer stecken. Ja, wenn es ein Deserteur wäre. Wobei Diebe halt normalerweise auch bestraft werden. Wenn ich richtig liege mit der Entfernung einer Hand, glaube ich. Wer genau ist dieser Gefangene? Es heißt, er sei vor dem Krieg in Denerim rekrutiert worden. Hat er vielleicht geglaubt, er müsse nie in den Kampf ziehen, wenn er dem König dient, oder was? Ja, wie gesagt, die Wache geht fest davon aus, dass er desertieren will. Er hat's ja auch nicht abgestritten an sich. Warum wollte er desertieren? Warum desertieren solche Typen wohl? Weil er glaubt, er müsse sterben und weil er ein dreckiger Feigling ist. Darum. Entweder ist es das, oder er hat ein paar Schwachköpfen geglaubt, die behaupten, die dunkle Brut würde einen verschleppen und fressen. Wir wissen, dass die dunkle Brut Leute frisst. Das wissen wir aus dem Kodex-Eintrag. Das ist kein Gerücht, das ist Fakt. Aber das weiß die gute Wache hier nicht. Ja, wir könnten natürlich jetzt auch sagen, es sieht aus, als würdet ihr nur eure Zeit verschwenden, indem ihr hier ihn den ganzen Tag bewacht. Dann würde er entweder gehen oder ihn erschlagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich werde jetzt sagen, ich habe mich mit ihm unterhalten. Ich nehme an, es war keine besonders aufschlussreiche Unterhaltung. Naja, ging. Ich hatte schon schlimmere Behauptungen. Er hat um Essen und Wasser gebeten. Hat er das? Da mir niemand Verpflegung für ihn gebracht hat, wäre die einzige Möglichkeit, ihm meine zu geben. Oder was für ihn käuflich zu erwerben, mein Lieber. Es gibt schon ein paar Möglichkeiten. Ah, wir könnten es ihm jetzt abkaufen für 10 Silber. Wir könnten ihn aber auch überreden. Und natürlich werden wir ihn überreden, weil, naja, wir brauchen unser Geld. Und wenn wir schon können, dann würdet ihr eine Mahlzeit verpassen. Dieser Mann könnte schon bald gehängt werden. Ja, schon gut. Ich schätze, der arme Kerl könnte eine Mahlzeit vertragen, bevor er gehängt wird. Aber ich verstehe nicht, warum euch das interessiert. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Wenn irgendjemand fragt, warum er rülpst, sage ich, dass ihr dafür verantwortlich seid. Nur damit ihr es wisst. Ja, damit hätte ich jetzt kein Problem. Erhaltene Gegenstände. Damit hätte ich jetzt kein Problem, dass ich dann für sein Rülpsen verantwortlich wäre. Ja, und warum es mich interessiert, weil ich ein netter Mensch bin, darum. Wasser. Ein Fläschchen mit vergleichsweise sauberem Wasser und Lebensmittel. Eine Art Keks, steinhart.
Naja, besser als zu verhungern. Er sagte ja, er ist am Verhungern. Quest aktualisiert. Gibt den Gefangenen das Essen der Wache. Der Gefangene im Lager des Königs hat dich angefleht, ihm etwas zu essen zu geben. Du hast von seiner Wache ein wenig Essen bekommen und musst nun entscheiden, ob du es dem Gefangenen gibst. Ja, wir müssten es natürlich nicht. Wir könnten es auch behalten und ihn, wie gesagt, töten. Wie wir vorher schon gesehen haben. Aber ja, ich gebe es ihm. Denke ich. Also, ihr bringt mir etwas zu essen, oder? Ich sterbe vor Hunger. Weil, wie gesagt, selbst jemand, der hingerichtet wird, hat eine Henkersmahlzeit verdient, wie es so schön heißt. Hier habe ich etwas, dem Gefangenen das Essen geben. Ja, wie gesagt, wir könnten ihn auch erschlagen. Oder quasi, warum sollte ich euch helfen wollen, so ein bisschen noch quasi zu mehr drängen. Aber er kann uns halt nichts geben, außer den Schlüssel. Ich hoffe, er hat ihn wenigstens sauber gemacht. Naja, hier habt ihr etwas. Ich danke euch. Andraste möge euch mit ihrem Segen überschütten. Und, wie gesagt, hier ist der Schlüssel. Ich hoffe, ihr seid wohlauf, wenn ihr ihn verwendet. Ja, er hat uns den Schlüssel auch gegeben, wie wir sehen. Erhaltene Gegenstände, Schlüssel zur Truhe der Magier. Ein versierter Schlüssel im zweifelhaften Zustand. Seltsamerweise ist er ein wenig warm. Naja, hoffentlich nicht vom Auskacken. Aber ich glaube, er ist warm, weil er magisch ist. Quest aktualisiert und abgeschlossen. Oder? Ne, noch nicht abgeschlossen. Wir müssen ja die Truhe noch öffnen dann. Du hast dem Gefangenen einen Schlüssel abgenommen. Er gehört gewiss zu einer der Truhen, die den Zirkel der Magie in seinem Teil des königlichen Lagers transportiert hat. Du kannst vermutlich nur an die Kiste ran, wenn die Besänftigten nicht in der Nähe sind. In der Nacht zum Beispiel. Ja, da geht es um die Truhe, die neben dem Besänftigten steht. Aber wie es schon hier heißt, da kommen wir da gerade noch nicht dran. Okay, jetzt tappe ich nochmal raus. Ich weiß, schon ein bisschen nervig. Ja, 8 Minuten haben wir noch. Wie gesagt, vielleicht mache ich die Doppelfolge dann gleich. Dann haben wir die erste Quest in Ostergar quasi erledigt. Also richtig erledigt haben wir halt erst. Da ist die jetzt. Werden wir die Truhe öffnen, aber quasi. Okay, dann hier hinten scheint nichts mehr zu sein. Die Truhe haben wir angeschaut. Die Truhe ist, wie gesagt, hinten. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder runter. Ja, wir merken schon, der Gefangene ist immer noch in Panik. Und die Amme versucht ihn halt zu beruhigen. Ob sie das schafft, wage ich ein bisschen zu zweifeln. Genau, hier ist jetzt der Besänftigte und hier ist halt die Truhe. Aber da kommen wir halt im Moment nicht dran. So, wir gehen jetzt hier hoch. Und gehen jetzt endlich zu Alistair. Weil ich glaube, mehr in Ostergar war es tatsächlich nicht. Alistair ist übrigens auch ein interessanter Charakter. Das werdet ihr noch sehen. Hier ist der Kriegsrat. Aber das ist im Moment hier halt nur ein Tisch. Nichts Besonderes und ein paar Diener. Aber ich würde natürlich gern hier an die Truhen ran. An die eine Truhe. Die andere Truhe haben wir von der anderen Seite geöffnet. Hier ist ein Dolch drin aus Eisen. Und da müssen wir kurz auf Nahkampf gehen, um zu gucken, ob der besser ist. Aber 5 Erfahrungspunkte haben wir schon mal. Ich will nur kurz gucken, ob der Dolch besser ist. Nein. Er ist genauso gut wie unser. Okay. Dann gehen wir zurück auf den Langbogen. Wir haben auch übrigens relativ bald das neue Level ab. Genau, und jetzt gehen wir in Richtung Alistair. Ja, ein paar Folgen haben wir jetzt schon aus der Gang geschaut. Also so kurz ging das jetzt nicht. Der ist nämlich hier... Also hier oben ist eine Truhe, aber der ist dann auch da oben. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, sonst haben wir nichts vergessen. Genau. Da sehen wir schon das Licht. Da ist Alistair mit einem Magier. Es hieß ja, er überbringt eine Botschaft. Ich gebe erst mal die Truhe ran. Was Ach, ist kann denn? Ich gar nicht. Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus.
Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige. Genug. Ich rede mit der Frau, wenn's sein muss. Geht mir aus dem Weg. Na. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Ja, wie man jetzt schon merkt, Alistair ist ein interessanter Charakter. Da hat er jetzt den Magier einfach beleidigt mit von wegen, ich wollte das übellaunige Kind nach euch benennen. Alistair hat einen sehr interessanten Humor, auch jetzt gerade mit dem Schönen an der Verderbnis, auch wenn er damit nicht komplett Unrecht hat. Aber ja, auch Sir Magier gerade und so. Er ist kein Fan von Magiern, sollte man dazu vielleicht wissen. Und neben dem Hund ist Alistair auch unser erster Begleiter, den wir später in der Gruppe haben werden, also den wir jetzt länger sehen werden. Ich weiß genau, was ihr meint, werde ich jetzt sagen. Weil er hat ja recht. Verderbnis, das hat ja auch Vin gesagt. Eigentlich sollten alle zusammenhalten, aber irgendwie haben das noch nicht alle begriffen. Alistair drückt das halt nur ein bisschen anders aus. Ich weiß genau, was ihr meint. Es ist wie ein Fest. Wir könnten alle einen Kreis bilden und Händchen halten. Dann hätte die dunkle Brut aber was zum Grübeln. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Sehe ich aus wie ein Magier? Lieber Alistair. Ja, wie gesagt, man merkt schon, er mag keine Magier. Und sein Humor ist einfach sehr special. Aber ich mag ihn, ich mag Alistair. Wir kennen uns noch nicht. Ihr müsst Alistair sein. Und dann seid ihr wohl Duncans neuer Rekrut. Erfreut euch kennenzulernen. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Sehr erfreut. Mein Name ist Halliard. Richtig, das war der Name. Nur aus Neugierde. Hattet ihr schon mal eine Begegnung mit der dunklen Brut? Ja, Alistair ist ja schon im Orden drin, das wissen wir schon. Aber er hat jetzt gerade selber gesagt, er ist das jüngste Mitglied, abgesehen von den Rekruten. Das heißt, ein erfahrener Kämpfer ist er jetzt noch nicht. Nein, bisher nicht. Ich war bei der ersten Begegnung nicht darauf vorbereitet, wie monströs sie sind. Ich freue mich nicht gerade auf das nächste Zusammentreffen. Wie auch immer, sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Ja, das möchte er sicher, aber wir werden erstmal viel reden. Wie man es ja schon zum Beispiel auch bei Mass Effect kennt, hier wird jetzt viel gesprochen. Der Streit gerade eben, worum ging es da? Mit dem Magier? Der Zirkel ist auf Ersuchen des Königs hier. Und die Kirche schätzt das gar nicht. Sie sagt den Magiern mit Wonne, wie unerwünscht sie sind. Was mich in eine unangenehme Position bringt. Ich war nämlich mal ein Templer. Genau, das ist einer der Gründe, warum er Magier nicht so mag. Er war halt mal in der Kirche drin. Die ehrwürdige Mutter ist ja auch eine Kirchenanführerin. Und wie schon gesagt, Kirche und Magier mögen sich nicht so. Und als Templer ist er halt einfach darauf ausgebildet worden, Magiern zumindest zu misstrauen. Aber das hören wir jetzt schon mal. Was ist ein Templer? Also zur Sicherheit hören wir es nochmal. Das wisst ihr nicht? Also die Kurzversion. Die Kirche möchte die Magier kontrollieren, weil sie gefährlich sind. Und die Templer bringen für die Kirche Abtrünnige zur Strecke. Dafür wurde ich ausgebildet, als Duncan mich vor 6 Monaten rekrutiert hat. Die ehrwürdige Mutter hatte sicher eine Beleidigung im Sinn, als sie mich als Boten geschickt hat. Und der Magier hat prompt darauf reagiert. Ich hätte die Nachricht freiwillig nicht überbracht. Aber Duncan sagt, wir sollen kooperativ sein und mit allen auskommen. Offenbar wurden nicht alle so instruiert. Ja, Duncan ist halt auch ein sehr diplomatischer Mensch. Das war natürlich von der Kirchen überhaupt auch nicht schön, Alistair ausgerechnet als Boten zu nutzen, weil ich verstehe die Magier schon, dass sie die Templer nicht mögen. Einfach mit der Kontrolle. Auch wenn die Magie natürlich gefährlich ist. Deswegen verstehe ich zum Teil auch die Kirche, aber eben nur zum Teil. Ja, was mit den anderen Rekruten, könnten wir jetzt natürlich auch fragen. Ich frage mal zur Sicherheit, aber da wissen wir ja schon, dass die am Feuer jetzt sind. Davis und Sir Jory sind hier im Lager. Habt ihr sie schon getroffen? Ja, beide. Wir könnten auch nur einzeln sagen, aber wir haben hier beide getroffen. Das erleichtert die Sache. Sie müssten jetzt bereits zurück bei Duncan sein. Genau. Jetzt könnten wir halt auch sagen, ihr müsst mich doch nicht begleiten, oder?
aber das wäre natürlich nicht so nett. Ich freue mich darauf, mit euch zu reisen. Wirklich? Aha, ganz was Neues. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter. Neuer Codex-Eintrag, Alistair. Lesen wir gleich mal. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass es die Leute zusammenbringt. Alistair war ein Novize der Templer, als Duncan ihn für die Grauen Wächter rekrutierte. Oder rettete, wie Alistair es sagen würde. Ja, man merkt schon, Alistair ist auch kein Freund der Kirche. Er sieht es als Rettung an, dass Duncan ihn zum Grauen Wächter gemacht hat. Beziehungsweise halt zu den Grauen Wächtern gebracht hat und dann der Beitritt eben. Aus verschiedenen Gründen. Wie gesagt, Alistair, er mag im ersten Moment etwas seltsam sein, aber er ist durchaus ein sehr tiefgehender Charakter. Das kennt man ja schon. Steuerung haben wir auch noch was drin. Das kennt man ja schon von Mass Effect, dass eben auch hier die Charaktere sehr tiefgehend sind. Quest aktualisiert. Der Beitritt zu den Grauen Wächtern. Kehre zu Duncan zurück. Du hast Alistair gefunden und solltest nun mit ihm zu Duncan zurückkehren. Er hält sich an seinem Feuer in der Nähe des Tores in die Kolkari-Wildnis auf. Das werden wir gleich tun, aber zuerst werden wir hier die Truhe noch öffnen. Lieder. Und dann werden wir mit Alistair reden. Wie gesagt, reden tun wir jetzt eine Menge. So, hier haben wir eine Flammenrune des Novizen drin und eine Novizen-Verlagsrune. Ne, Verlangs. Waffen kannst du verbessern, indem du sie mit Runen verzauberst. Das können wir aber noch nicht machen. Die Rune erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und die Flammenrune gibt Feuerschaden und einen kleinen Schild. Ja, aber es sind keine Questgegenstände, deswegen lasse ich sie hier. 5 Erfahrungspunkte. Und wir können kurz gucken, was Alistair so hat. Noch niemals Ruhe, oder? Nee, ich gönne dir keine Ruhe, Alistair. Alistair hat am Anfang die Schilddeckung. In diesem Modus hat der Krieger eine höhere Chance, Distanzgeschosse abzulenken. Und der Bonus wird durch Schildbeherrschung noch erhöht. Außerdem hat er den Schildschlag. Der Charakter schlägt mit seinem Schild auf den Gegner ein. Dabei verursacht er normalen Schaden und wirft das Ziel zu Boden, wenn es bei einer Prüfung der körperlichen Widerstandskraft scheitert. Schildbeherrschung verdoppelt den Stärkebonus für diesen Angriff. Und den Schildhammer. Nach einem Angriff schlägt der Charakter noch zweimal mit dem Schild zu und verursacht dabei mit jedem Angriff normalen Schaden. Scheitert das Ziel bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft, wird es betäubt. Durch Schildbeherrschung wird der Stärkebonus des Charakters bei jedem Schlag verdoppelt. Ja, man merkt schon, Alistair kämpft mit Schwert und Schild. Er hat halt jetzt noch kein Schild. Ich gebe ihm gleich mal die Schilddeckung als Aura. Doch, er hat schon ein Schild. Alistair ist ein klassischer Tank. Er hält zwar am Anfang noch nicht so viel aus, aber er ist so der Typ, der gerade mit dem Schild, mit Schwert und Schild halt viele Gegner beschäftigen kann, relativ viel aushält und genau. Dann einfach Spaß hat, könnte man sagen. Gucken wir hier noch kurz rein. Alistair ist natürlich im Moment noch bei 0 Vertrauen. Am Anfang hat er ein Langschwert des Wächters aus Graueisen. 7,70 Schaden, 2,20 kritische Trefferchance, 2,30 Rüstungsdurchdringung. Bänderrüstungshandschuhe aus Graueisen, mittelschwer mit 0,90 Rüstung. Eine Bänderrüstung aus Graueisen, 5,10 Rüstung. Und Bänderrüstungsstiefel aus Graueisen, 1,20 Rüstung. Die Erschöpfung lese ich jetzt hier nicht vor, die seht ihr. Und ein Templerschild. Großschild, Verteidigung 4 und Geschossablenkung 3,75. Außerdem noch ein Runenzeichen der Besorgnis, was nur er benutzen kann. Gibt ihm plus 1 Willenskraft und plus 10 mentale Widerstandskraft. Ich will kurz gucken, ob wir ihn ausrüsten können. Also er hat einen Einhänder. Und der sollte auch mit einem Einhänder aufgebaut werden. Die Axt ist schon mal schlechter. Der Dolch auch, außer bei kritischer Trefferchance, aber und bei Rüstungsstimmung, aber sonst ist der auch schlechter. Und diesen, das ist zweihändig, das Familienschwert vielleicht. Ja, das ist genauso gut wie das jetzige Langschwert, hat aber Effekte. Sir Galen Schwert hat ja auch Effekte. Ich glaube, ich gebe ihm gleich eins der Schwerter. Der Streitkolben ist wieder schlechter, außer bei Rüstungsdurchdringung.
Ich gebe ihm jetzt mal Zergalens Schwert. Ich weiß nicht, das Familienschwert ist halt von uns, ne? Ist so eine persönliche Sache. Deswegen gebe ich ihm jetzt mal Zergalens Schwert. Dann noch hier gucken wegen den Schilden erstmal. Das kleine Schild ist zu schwach. Schild von Haever ist stärker, weil es gibt plus Angriff. Hat natürlich auch mehr Erschöpfung, aber es gibt plus Angriff. Und das Kuselent-Wachenschild ist ein bisschen schwächer. Geschossablenkung ist schwächer. Dann gebe ich ihm hier das Schild von Haever. Und, ja, Rüstung wird er wahrscheinlich bessere haben, ne? Das ist besser. Auch besser. Auch besser. Die Schuppenrüstung ist auch schlechter. Okay. Hier haben wir ja noch nichts drin, aber dann hat er schon mal eine neue Waffe und ein neues Schild. Da wir halt Alistair länger drin haben, also eigentlich so er uns jetzt erstmal begleitet, ist das schon mal ganz gut. Ja, leider ist blendet mich gerade die beschissene Sonne. Ich muss kurz auf Pause machen. Ich habe zwar die Sonne abgedeckt, aber leider blendet sie mich gerade sehr stark. Ah, und wir müssten jetzt auch aufhören. Ja, wisst ihr was, ich höre jetzt auf. Wir könnten jetzt natürlich auch eine Doppelfolge machen, aber ich höre jetzt auf. Wegen der Kacksonne. Da machen wir später nur 25 Minuten einfach. So, dann wollen wir hier mal speichern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt ist das Überziehen ja auch nicht so schlimm. Weil, genau, später kommt ja noch eine Folge. Ich würde schon die Doppelfolge jetzt machen, aber ihr seht es ja gerade selber in der Facecam. Die Sonne ist gerade ziemlich nervig. Ja gut, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr zu den normalen heutigen Folgen später dann auch wieder dabei seid. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich dann wieder. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.